König, nicht die Schuld seines Vaters aufbürden. Dies sind andere Zeiten. Die Maschine... Als die Alten frisch in ihren Gräbern lagen und wir noch wenige waren, war sie es, die uns durch die gefrorene Ödnis führte. Wir erinnern uns auch an den Stamm der Gefräßigen, die uns das Mark aus unseren gebrochenen Knochen saugten. Wohin Balunkai und Jeverak auch flohen, der Stamm der Gefräßigen war nie weit entfernt. Um einen Ausweg zu finden, ging Balunkai in die Ödnis und ließ sich den Wind ins Gesicht peitschen. Und als die Kälte Schlaf brachte, träumte sie vom Licht. Sie sah es jenseits der Welt, ein riesiges Tuch aus eisigem Blau. Und sie sah etwas Neues, Herden von Maschinen, die in diesem blauen Licht erstrahlen. Als sie erwachte, wies ihr ein Stern den Weg. Wie viele Tage, viele Nächte. Dafür so klug. Wieso kann sie einen keine direkte Schauen wir von überall her. Kommen zu den Frostfingern, um den Angriff. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Funktioniert noch. Den Langhals von den Toten zu retten, wird mir helfen. Thank you.
Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Und immer schön leise. Euch wieder um euch. Bevor ich überhaupt ausatme. Ein Langhals. Was hat ihn wohl zu Fall bringen können? Die sind unkaputtbar.
schon sehr lange so. Aber die Kinder sind doch nicht fertig. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Die Banuk haben ihn beschützt. Der Landtag war ihm vermutlich heilig. Wie beschädigt der Langhals ist. Ob mein Fokus hier etwas findet?
wurden wohl drei große Teile rausgerissen. Wenn ich sie alle finde, kann ich ihn vielleicht reaktivieren und auf den Kopf zugreifen. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an.
hab ich dich. Eines der Langheitsteile. Echt schwer. Das passt. Muss nur funktionieren. Tja, sieht doch besser aus als vorher. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal den Stromfluss wiederherstellen. Wenn es schief läuft, merkt's wenigstens keiner. Ein wenig Strom sollte helfen. Das müsste ich leicht auf den Langhals springen können.
Kopf hoch. Den Langhals zu befreien, ist die Aufgabe. Ich wette, man hat sich schon einen ganz langen Grund, das Fahrattack herauszufordern. Wenn Sekuli fertig ist, wird man ihr Gemälde von jedem Ort in Sangesgrund aus bewundern können. Letzte Nacht haben ein paar von uns aus... Wenn man nicht... Klar, die Osseram halten sich für harte Kerle. Schick sie mal in den Schnitt. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Ha! Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Handel, da ist deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich
habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banu-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Donnerkampf-Frostfinger, ich komme. Die jungen Jäger werden schon noch lernen, dass man Demut empfinden können muss, bevor man es ganz an die Spitze schafft.